Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steffis Duftbar. Vielleicht habt ihr es schon irgendwo entdeckt. Ab Montag, 8. Mai, ist es soweit. Endlich kommt unsere schöne und das Beast Beauty and the Beast Collection wieder. Ein paar wiederkehrende Produkte, die ich euch jetzt gern zeigen möchte. Und auch ein paar ganz neue. Es gibt auch einen komplett neuen Warmer und einen neuen Body gibt's. Aber heute möchte ich euch mal unseren kleinen Tassimo und unsere Mrs. Potts zeigen, weil ja, ich finde, auf den Werbebildern kommt es einfach gar nicht so rüber, wie hochwertig die verarbeitet sind. Also das sind wirkliche, wirkliche Sammlerstücke. Hier habe ich schon mal den Tassilo mitgebracht, ja. So schaut er aus. Also der ist wirklich aus einem ganz, ganz tollen, hochwertigen Keramik verarbeitet. Sieht wirklich aus wie so eine kleine Teekanne. Also wirklich super schön gemacht. Oben in der Schale, wo das Wachs reinkommt, habt ihr die Belle drinne. Und ihr könnt natürlich entscheiden, möchtet ihr den haben zum Hinstellen, so wie ich jetzt mit Unterteil. Ich finde einfach, die gehören zusammen, deswegen wollte ich die nebeneinander stellen und habe mich hier fürs Unterteil entschieden. Ich mache ihn mal an. Tada! Oder möchtet ihr den mit Wandstecker und dann könnt ihr den auch einfach so in die Wand reinstecken. Gerade für die Küche auch eine total schöne Idee. Und auch der Preis ist der Hammer, Leute. Normalerweise kommt bei Disney ja immer eine Lizenzgebühr oder so mit drauf. Hier kostet der Wandstecker 35 Euro. Ob ihr den jetzt mit Wandstecker nehmt oder so wie ich ihn jetzt hier habe, für zum Hinstellen, da kostet er 50. Auch der normale Preis, was eine Nicht-Disney-Lampe auch kosten würde. Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Und genau, so leuchtet unser Tassilo. Der hat hinten noch so drei Pünktchen, macht also auch so ein kleines Muster an die Wand. Und schieben wir den mal ein bisschen zur Seite. Jetzt seht ihr, habe ich hier so ein Gestell stehen. Das ist Teil von unserer Mrs. Potts. So, seid ihr bereit? Dann holen wir die mal. Da ist sie. Und schaut mal, wie riesengroß die auch einfach ist, ja. Und wie hammerschön die verarbeitet ist. Also ich bin echt total begeistert. Die sieht so echt aus, also original wie in dem Film. Das haben die so toll hinbekommen. Ich mache mal den Deckel ab, denn hier oben kommt quasi das Wachs rein. Da habt ihr einmal das Beast, das ihr dann mit eurem Lieblingsduft zumachen dürft. Und dann haben wir hier noch ein Deckelchen, auch wieder mit total schönen Details. Und der kommt dann oben drauf. So, und die ist jetzt eigentlich innen drin leer, ja. Und da habt ihr quasi hier diese Basis. Könnt ihr einmal das Glühbirnchen anmachen. Und dann wird die einfach so da drauf gestellt. Und dann habt ihr hier unsere Mrs. Potts. Und schaut mal, ich finde, die gehören doch einfach zusammen, oder? Was sagt ihr? Also ich finde, die muss man beide haben. Ihr könnt natürlich auch nur eins nehmen, gar kein Thema. Aber ich finde, zusammen ist es einfach total schön. Genau, die gibt es ab Montag 20 Uhr. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich limitiert sein. Von daher, sagt mir frühzeitig Bescheid, dann versuche ich gerne alles mitzuorganisieren, alles mitzuergattern. Oder ihr versucht euer Glück über meine Webseite selber. Da müsst ihr wirklich pünktlich um 20 Uhr euch in die Warteschleife hängen und nicht lange überlegen, schnell abschicken. Ja, kleiner Tipp. Ansonsten gibt es natürlich auch noch den passenden Duft dazu. Den gab es ja auch schon mal und ich habe den wirklich sehr gehütet, denn ich habe den nicht in den Club reingelegt und der ist echt, echt gut. Ich habe den so gut gehütet, dass ich nur das eine Würfelchen genommen habe und habe ihn dann zur Seite gelegt, weil ich gedacht habe, der ist mir eigentlich zu schade. Der sieht so schon allein so schön aus. Und jetzt machen wir nochmal eine kleine Auffrischung. Ah, herrlich, herrlich, Leute. Der ist leicht blumig. Ich mag ja eigentlich keine blumigen Düfte, wie ihr vielleicht schon wisst, aber diesen Duft liebe ich. Der hat so ein bisschen was, glaube ich, von Zitrus und sowas ganz was Frisches, Belebendes dran. Also der ist so, so passend in der Farbe von Belles Kleid. Der passt einfach wie, ja, wie der Topf auf den Deckel. Und die genaue Duftbeschreibung weiß ich jetzt leider nicht. Die findet ihr auf meiner Webseite. Finde ich aber auch immer so ein bisschen nichtssagend. Also das ist jetzt nicht so ein blumiger Duft, der direkt in den Kopf steigt. Der ist wirklich ganz, ganz sanft und passt supi, supi gut zu der Kollektion. Ja, also das eine absolute Empfehlung von mir, auch für Leute, die blumig nicht unbedingt mögen, aber vielleicht so ein bisschen einen frischen Frühlingswind ins Zuhause reinbringen wollen, weil durch dieses
leicht blumige mit dem Zitrusspritzer drinnen. Ich finde es mega. Ich bin total begeistert, ihr seht's. Und falls ihr den Film noch nicht geguckt habt, unbedingt. Wenn ihr ein bisschen was für Disney übrig habt, schaut euch den Film an. Auch die Neuverfilmung, genial, müsst ihr unbedingt mal schauen. Genau, und wenn ihr euch jetzt auch wie ich in die beiden verliebt habt, dann schreibt mir entweder, dann bestelle ich das sehr, sehr gerne für euch mit. Oder ihr müsst wirklich pünktlich um 20 Uhr, eher schon um 10 vor 20 Uhr, am Laptop, am Handy, wo auch immer sein und direkt eure Kontoanmeldung machen und am besten direkt mit PayPal bezahlen und fertig. Also keine Zeit verstreichen lassen. Nicht, dass ihr euch hinterher ärgert, wenn ihr es nicht bekommen habt. Genau, ansonsten kommt ja auch noch die neue Duftlampe. The Last Petal heißt sie? Nee. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall ist das quasi diese Kuppel nachgebildet, wo innen drin dann die Schöne und das Biest stehen. Auch wunderschön, habe ich jetzt selber noch nicht. Gibt es ja auch erst ab Montag, aber ich glaube, die ist auch ein absolutes Highlight. Und The Beast wird es geben und auch noch die Belle als Buddy. Genau, also das wird eine riesen, riesen Sause am Montag. Riesen Beauty and the Beast Tag. Ich freue mich wie Bolle. Bin gespannt, wie viele von euch auch den Film lieben. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber den Zeichentrick schaut oder lieber den mit echten Menschen. Genau, ja, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und drücke allen ganz, ganz feste die Däumchen, die am Montag selber bestellen. Und ja, sag einfach bis ganz bald.